Ja, Mensch, herzlich willkommen zum ersten Achtelfinalspiel des KGS-TTW-Turniers. Und zwar handelt es sich hier um die achte Paarung, die allerdings als erstes ihre Wiederholung bei mir abgeliefert hat und dementsprechend auch als erstes kommentiert wird und dementsprechend auch als erstes hochgeladen wird und so am ersten Tag schon dabei ist und sich dafür qualifiziert hat, dass einer von den beiden weiterkommt. Und zwar treten ja an, einmal in der Haut der Satsuma, der General des wunderbaren The Last Samurai, gegen den durchaus hoheitlichen Tossa-Clan mit Führung des Generals, der unter der Kontrolle von dem wunderbaren Graf Bonconseil, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen bei dem Namen, der unter dieser Kontrolle steht. Und diese beiden treffen am Happokam aufeinander. Mal sehen, was passiert. Ich habe mir das schon mal durchgesehen, aber jetzt kann ich besser ins Detail gehen. Und zwar schauen wir doch mal an, was die hier am Anfang so machen. Und zwar haben wir hier erstmal die Truppen vom letzten Samurai. Und zwar hat er hier Linieninfanterie, Infanterie Schwarzer Bär, Infanterie Schwarzer Bär, Infanterie Schwarzer Bär. Hier hinten hat er kaiserliche Infanterie, Infanterie Schwarzer Bär und so weiter. Alles auch nicht gestackt, also nicht mit Erfahrungspunkten aufgewertet. Hups, das wollte ich gerade nicht, sorry. Und nun bewegt er sich auf dem Vormarsch. Hier unten hat er seine Kavallerie, bestehend aus kaiserlicher Gardekavallerie und kaiserlicher Gardekavallerie und seinem General, die er nun einfach versucht, hier in den Wald reinzuschicken. Mal sehen, was der Bonconseil da auf der anderen Seite zu bieten hat. Und zwar hat er kaiserliche Infanterie, hier die unglaublich starke Infanterie der Marine. Er hat beide Einheiten ausgekostet und beide möglichen benutzt. Dann hat er hier wieder kaiserliche Infanterie. So, dann hat er hier nochmal seinen General. Hier hinten hat er wunderbare Yariki und nochmal Yariki sowie einen Trupp Bogenki. Sehr ungewöhnlich, aber durchaus vertretbar bei einem Gefecht gegen moderne Einheiten auch mal mit Bogeneinheiten in den Kampf zu ziehen. So, der letzte Samurai, also The Last Samurai, versucht hier seine Truppen in einer Linie aufzustellen, wie man es halt gewohnt ist, und hat halt an zwei Fronten hier seine Armee aufgebaut, genau wie der Bonconseil. Das ist durchaus nicht dumm. Und so wird das dann auch direkt aufeinander prallen. Wobei hier dann wahrscheinlich die Infanterie der Marine deutlich im Vorteil gegenüber der schwarzen Bären-Infanterie wäre. Und dementsprechend auch deutlich mehr Verluste auf Seiten des Last Samurai zu verbuchen wären. Ah. Genau. Hier unten hat jetzt auch Bonconseil seine Soldaten, beziehungsweise seine Reiter, hier in den Wald geschickt. Deswegen kann ich sie nicht mehr sehen, weil die Aufnahme, also nicht die Aufnahme, sondern die Wiederholung vom Last Samurai getätigt worden ist. Hier kommen jetzt noch die Bogenki und stellen sich auf. Nun gibt auch der letzte Samurai seinen Truppen den Befehl zum Vormarsch, zumindest seinen Reitern, und läuft wahrscheinlich jetzt in die erste Falle. Und auf dieser Seite wird auch das erste Handgemenge stattfinden mit der Kavallerie. Und wer das für sich gewinnt, der wird durchaus bessere Karten haben gegen die normale Infanterie, denn dort kann man dann mit Kavallerie ordentlich Druck machen. Und noch sieht es auch so aus, als würde hier eine relativ gute Möglichkeit bestehen. Doch nun stehen die Einheiten zu dicht am Wald und werden ganz leicht von den Yariki, überrannt und jetzt in einen Nahkampf gezwungen, was natürlich für die Garde-Kavallerie nicht so der größte Vorteil ist. Doch durch die Bogenschützen wird das noch verstärkt, weil die dann halt aus dem Fernkampfbereich noch angreifen. Und man kann sagen, das Handgemenge zwischen der Kavallerie hat der Bonconseil eindeutig für sich gewonnen, denn die kaiserliche Garde-Infanterie flieht, der General ist angeschlagen und seine anderen Garde-Kavalleristen sind auf dem Weg zurück. Und nun flieht auch noch sein General. Das ist kein guter Start.
und kann nicht länger kämpfen, mein Lord. Das ist natürlich ein großer Verlust, wenn man den, General schon in den ersten Minuten verliert, im ersten Handgemenge. Dadurch wird natürlich die Moral von den Soldaten durchaus geschwächt, zumal die Einheiten ja noch nicht mal richtig gut sind, also nicht gewertet oder auch von der Moral her von vornherein sehr gut. Und jetzt kommt es hier auf der linken Seite zu einem Handgemenge zwischen der Infanterie Schwarzer Bär und den kaiserlichen Infanteristen der Tossa. Was mir hier unklar war, warum er die Soldaten nicht sprinten lassen hat, sondern hier ganz gechillt dahin marschieren lassen hat. Nicht das Schlauste, zumal jetzt sogar schon der Mut zum Fliehen da ist. Diese elenden Feiglinge. Und der Bond-Konseil nimmt er natürlich sehr gute Positionen ein und hat auch die Möglichkeit, kniender Beschuss gut eingesetzt, was natürlich ihm erlaubt, noch mehr Salvenfeuerschaden anzurichten. Und der liebe Last Samurai ist hier unten schon um eine Armee weniger bestückt. Ah, hier in der Mitte sind die Einheiten noch auf einer Augenhöhe. Und haben noch keine Möglichkeit zum Schießen. Wobei hier die Infanterie von den Bunki eindeutig verwundet wird, was man auch an der Zahl sieht. Und jetzt versuchen sie da ihre ersten Vorstöße zu machen. Aber die Reichweite reicht halt nicht so ganz, beziehungsweise das Terrain ist zu uneben, als dass hier die Linieninfanteristen gegen die Bogenschützen was tun könnten. So wird das natürlich nicht einfach für den Last Samurai werden, da nach vorne zu kommen. Auch nicht leicht ist es hier unten für den Last Samurai, sich hier gegen die kaiserliche Infanterie zu beweisen, denn, naja, die Moral ist schon gebrochen worden hier unten an einer Einheit. Und diese Einheit sieht auch nicht gerade sehr gut aus von der Moral. Steht unter Beschuss. Und setzt allerdings stehender Beschuss ein. Ja, kniender Beschuss, pardon. Nun ist hier unten noch die Kavallerie eingetreten. Eingestiegen. Und das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Wer hier das Kavallerieduell gewinnt, der hat leichtere Karten gegen die Infanterie. Und das beweist sich auch hier. Die Linieninfanterie wird deutlich geschwächt und ist jetzt auf der Flucht oder hat eine gebrochene Moral, sodass sie fliehen wollen. Jetzt greift hier noch die Yariki-Armee an gegen die kaiserliche Garde-Infanterie und verwickelt sie somit in einen Nahkampf, der deutlich tödlicher ist, als man vielleicht denkt. Und nun kommt es auch in der Mitte zum Handgefecht zwischen der Infanterie der Marine und der Infanterie Schwarzer Bär. Und hier zeigt sich einfach, dass die Infanterie der Marine einfach überlegen ist und einfach super genau zielt und auch trifft. Denn der Schwarze Bär verliert hier ganz, ganz viele Haare und wird sowas von dezimiert. Hier unten hat Bon Conseil eigentlich eher geringe Verluste davon getragen. Gerade mal 19 Einheiten hat er verloren, während er hier schon zwei Armeen ziemlich gut behagt. In der Mitte sind die, ist der braune Bär, der schwarze Bär schon am Fliehen. Hier bewegt sich die Linieninfanterie weiter auf die Kavallerie zu, obwohl sie flieht. Sehr merkwürdig, die kommen jetzt hier auch gleich in den Genuss von den Salven der kaiserlichen Infanterie. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Auf jeden Fall werden sie vom Bogenschützen beschossen. Und es sieht laut der relativen Stärke schon mal nicht gut aus. Und jetzt kommt es hier auch zu dem Punkt. Jetzt werden die Infanteristen vom Last Samurai auch eingekesselt mit der Infanterie der Marine. Das ist natürlich hart, wenn die plötzlich in der Flanke auftaucht und dann schön von der Seite her angreift. Denn die Armee ist gerade am Schießen und sowieso schon unter großem Beschuss. Hätte ich hier wahrscheinlich sogar das Handgemenge gewonnen. Aber jetzt ist halt die französische Elite da und wird gleich eintreten in den Kampf. Was natürlich nicht schön ist. Und sie legen an. Da kann man nur sagen, haut da rein, wa? So, damit sind fast alle Einheiten vom Last Samurai auf der Flucht. Besonders hier unten hat er große Verluste davon getragen. In der Mitte hat er sowieso schon gegen die kaiserliche, pardon, nicht kaiserliche, sondern Infanterie der Marine verloren.
Und nun hat er hier seine letzten verbleibenden Einheiten gesammelt. Und das ist eigentlich eindeutig, dass dort nichts mehr zu gewinnen ist. Kein Reistopf wird mehr gewonnen hier aus Sicht des Last Samurais. Denn Bonkonsai hat hier einfach die Möglichkeit, jetzt seine gesamte Armee so zu formieren, dass sie maximalen Schaden an diesen drei Einheiten ausrichten können. Und könnte mit seiner Kavallerie noch einiges anrichten und deutlich für Stimmung sorgen dort bei den Einheiten vom Last Samurai. Hier werden sogar noch die Infanterie der Linieninfanterie, die waren eben noch auf der Flucht. Das ist der letzte Restbestand der Armee vom Last Samurai. Sehr, sehr traurig für die Satsuma in diesem Moment. Besonders für mich als Satsuma-Vertreter. Ist natürlich sehr traurig. Jetzt dieser Angriff, den verstehe ich nicht so ganz. Klar, man möchte die Flanke angreifen, aber direkt auf eine... Infanteriearmee zuzureiten, ist nicht der Schlauste. Da hätte man einmal außen rum reiten können und von hinten angreifen können. Aber Bonkonsai hätte da deutlich... genug Zeit gehabt, seine Armee neu zu formieren, weil er kann jetzt nicht einfach nur darauf ausruhen, dass er sowieso schon die Übermacht hat jetzt, die relative Stärke errungen hat und sau viele Einheiten noch im Petto hat und kann jetzt einfach nur die Schlinge langsam, aber sicher zuziehen und hier den Last Samurai zum Last Samurai machen. Deutlich interessant, dass der Last Samurai auf die Infanterie der Marine komplett verzichtet hat. Das hat mich gewundert, weil ich ja extra so gesagt hatte, dass man die benutzen darf. Aber nur zweimal. Und dann sie kein einziges Mal zu benutzen, ist natürlich gegen einen Gegner, der sie benutzt, schon ziemlich... Das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht denkt. Zwar hat er gute Kavallerie gehabt, aber die hat ja im ersten Gefecht sofort verloren. Somit war seine gesamte Stärke verpufft und mit Infanterie dieser Klasse kann man nicht gegen Infanterie der Marine etc. antreten. Und nun sind die Soldaten auch hier auf dem Rückmarsch. Und die werden sich wahrscheinlich gleich dort nochmal formieren. Doch, diese Schlacht ist gegessen. Jetzt braucht Bonkonsai einfach nur noch angreifen. Und damit wäre die Schlacht auch geschlagen. Die Soldaten der Satsuma sind auf der Flucht. Ja, eine knappe Niederlage, würde ich nicht sagen. Das war ein glorreicher Sieg für Bonkonsai, der hier deutliche Stärke gezeigt hat. Und deswegen eine Runde weiter ist und gegen den Gewinner aus der Runde Mafia LP gegen T-Bay Kuhn antreten muss. Genau, das sieht nämlich so aus. Ich habe nämlich eine tolle Seite gestellt bekommen vom Tularis, ja, wenn ich mich nicht irre. Ja, tut mir leid, falls ich da jemand Falsches genannt habe. Auf jeden Fall werde ich den Link in die Videobeschreibung packen und da könnt ihr reingucken und sehen, welche Finals halt aufeinandertreffen und wie das dann aussieht. Ja, das heißt, der Erste, der weiter ist, ist Graf Bonkonsai. Bonkonsai, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bist der Erste, der hier gewonnen hat. Dir gebührt schon mal ein großes Lob. Du hast wunderbar gekämpft. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Begegnung wieder. Also, bis dahin, viel Spaß und ciao.